Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Most mein kaputt. Ja. 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 Ja.
Hey, guter Mann. Lust auf einen kleinen Wettstreit? Hey, Bursche. Willst du dir ein paar Münzen verdienen? Wir sind uns schon einmal begegnet, oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Dann weißt du ja, wie es läuft. Der Einsatz sind 5 Groschen. Ich stelle dir ein Rätsel. Löst du es, kriegst du das Doppelte. Wenn nicht, gehören die Groschen mir. Was sagst du? Ich glaube, das ist nichts für mich. Macht nichts. Nichts schlimm. Vielleicht begegnen wir uns ein andermal. Ich bin wirklich ziemlich hungrig.
Ist etwas passiert? Wer bist du? Ja!
Teilchen, hieß es. Helft eure Nächsten, hieß es. Wochen sind's jetzt. Aber ich benötige mehr. Jesus, ein paar Decken sollst du noch haben, aber nur ein paar. Augen auf, du siehst doch, wie es ihnen geht. Ich weiß, die Kranken benötigen Hilfe. Einer von ihnen hat sich mit gebrochenen Rippen reingeschleppt. Jetzt krepiert er am Katarrh und an Mangelernährung. Hör zu, wir tun, was wir können. Aber mit diesem Gezeter erreichst du gar nichts. Einen schönen Tag noch. Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Scarlett dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Hm. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau, aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Und, was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst. Nein, mit dem werde ich fertig. Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz, aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten. Sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Oh. Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Nun gut. Was kannst du mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen.
Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Ist mir tatsächlich mal passiert. Fritz hat auf die Verbrennung gepisst und einen Tag später war alles wieder gut. Verstehe. In dem Fall sprichst du besser mit Bruder Nikodemus, bevor du hier Medikus spielst. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig, doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Gott, was wird nur aus meiner Familie? Beim Allmächtigen, was hast du nur getan? Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Bitte. Und wer bist du? Bruder Elias. Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche, den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Wie lange hilfst du hier schon aus? Ich war schon hier, bevor die Flüchtlinge kamen. Da war es nicht so voll. Bist du in der Heilkunst bewandert? Ein wenig. Die Grundlagen beherrsche ich. Aber ohne Bruder Nikodemus könnte ich den schwierigeren Fällen nicht helfen. Und was genau machst du hier? Hauptsächlich helfe ich Bruder Nikodemus. Wenn einer der Kranken stark leidet, wache ich hin und wieder nachts an seinem Bett. Manchmal muss ich Strampelnde festhalten oder Sachen holen. Hab Dank. Gott behüt dich. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Ja. Dann bist du genau richtig. Jemand, der weiß, was er tut, wird die Aufgabe im Handumdrehen erledigt haben. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Ich wühle nicht besonders gern im Dreck. Wenn du lieber Menschen mit dem Schwert zerteilst, musst du woanders hingehen. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so.
Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Also, pass gut auf. Danke, Heinrich. Reichhaltiges Essen hilft sicher. Ich muss hier weg. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Mach's gut. Potom půjdem na pána, co s náma zle.
Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank.